Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Aber was bald ist, interessiert uns nicht. Wir wollen wissen, was jetzt ist, denn jetzt ist das Spiel freigegeben. Der erste FC Bocholt von rechts nach links in schwarz und weiß. Preußen Münster ganz in grün von links nach rechts. Feysulau nicht im Abseits gegen Lorenz. Wo wir gerade bei Aachen waren, das ist ein Ex-Aachener. Feysulau versucht Winking zu finden. Erster Abschluss und erste Parade von Maximilian Schulze-Nius. Feysulau, ungenauer Ball. Grote wuten für Teklapp. Teklapp bringt den hinten, wartet Wickham mit dem 0:1. Und das ist, ich wiederhole mich von letzter Woche, die Kaltschnäuzigkeit eines Tabellenführers. Dritte Spielminute, 0:1. Teklapp kann da, hat da Zeit ohne Ende. Der kann sich aussuchen, wo er die Flanke hinspielt. Und das ist ein Sahneball dann des gebürtigen Frankfurters. Wickel verschätzt sich, da muss er auf der Linie bleiben. Und Gerrit Wickham erzielt sein 18. Saisontor. Marc Lorenz, ja, nicht verkehrt. Sebastian Wickel muss hin. Wenig Verletzte, wenig Gesperrte, sodass man eigentlich auf seine Stammelf, abgesehen von ein paar Wechseln, immer bauen kann. Buchama. Letzte Woche seine Torflaute beendet. Wickham. Wickham, Möglichkeit für Remberg. Und dann ist Wickel zur Stelle. Ah, nach einer kleinen Pause wieder eine Tormöglichkeit. Hahn hat da, der kann überlegen bis morgen früh. Lorenz. Flanke kommt für Teklapp. Henok Teklapp 0:2. Das geht dann auch irgendwo zu einfach. Teklapp kann den Ball ganz in Ruhe annehmen und sich aussuchen und fragen. Hör mal, Wickel, wo willst du ihn hinhaben? Und dann kriegt er ihn oben rechts rein. Henok Teklapp. So, das fing an mit Hahn. Der kann da überlegen bis morgen früh. Dann hat Wickel natürlich Pech, dass er abgefälscht ist. Und wurde dann nach einer klasse Vorstellung. Oh, 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 oh. Das sollte nicht passieren. Und das hätte ganz böse enden können. Da ist ein Sonnenschirm ist vom Dach gekracht. Du lieber Himmel. Ich glaube, ich befürchte, da hat es jemanden erwischt. Oh je, oh je, oh je. Und da werden die Sanitäter zur Hilfe gerufen. So, Sanitäter sind zur Stelle. Aber es sieht aus, als wäre da nichts Schlimmes passiert. Der keinen Zugriff auf diese Partie bekommt. Stojanovic. Stojanovic, jetzt mal, das ist Elfmeter. Ja, ja. Und da kann sich Simon Scherder aufregen, wie er will. Das ist ein Strafstoß. Das macht Stojanovic aber auch clever. Macht er sein drittes Elfmeter-Tor in einer Woche. Saisontor Nummer 13 on the line. Fakro oder Schulze-Nius? Ja, Schulze-Nius war dran. Aber der Elfer ist zu gut geschossen. Malek Fakro mit dem Abschlusstor. 1:2, 35. Wir haben wieder ein Fußballspiel. Was würden die ohne diesen Stürmer machen? Schulze-Nius war dran. Aber der ist wirklich sehr gut geschossen von Malek Fakro. Ich schau mal auf Wessels, was er anzeigt. Teklapp. Buchama. Das war zu wenig. Und jetzt gibt es sogar Gelb für eine Schwalbe. Ah, Freunde, und also du hast 4 Gelbe. Und es gibt gar keine Beschwerden von Yassin Buchama. Wickham. Simon Lorenz. Marc Lorenz. Ich habe letzte Woche schon x-mal Simon gesagt. Ich will mich dafür entschuldigen. Und was hat Becker denn davor? Lorenz und die Möglichkeit, Getofian an die Latte. Chance lebt noch. Durch Wickham.
Wooten. Wird das seine erste gute Aktion? Andrew Wooten, da foult sie sich gegenseitig. Wooten! Szene lebt noch. Wegkamp. Und dann ist Grund dazwischen. Kommt nicht verkehrt. Und Simon Scherder springt da dran vorbei. Beziehungsweise er springt nicht dran vorbei. Er köpft ihn dran vorbei. Ja, okay. Aber mit dem Rücken zum Ball im Hochspringen, im Kopfballduell, also das Verständnis der Handspielregel, also wer das zweifelsfrei versteht, der ist gut, genau wie Wegkamp. Aber noch besser wäre es für ihn gewesen, den Ball im Tor unterzubringen. Dann würdest du deine defensive Stabilität natürlich ein bisschen aufgeben. Allerdings, die defensive Stabilität ist schön und gut, aber die liegen hier 2-1 hinten. Gute Flanke auf Wegkamp. Wickel muss hin. Kein Handspiel von Simoes Ribeiro. Abel, Szene läuft noch. Wooten. Gündoğan. Gündoğan ins Nirgendwo. Die wird lang gezogen. Lang und länger und länger. Und Schulze News. Freistoß. Boah. Also, die ist ganz komisch gekommen, die Ecke. Und durch den Wind sehr schwer einzuschätzen. Fakro, verfolgt von Remberg. Malek Fakro, wo will er hin? Muss aufpassen, denn der hat schon gelb und jetzt fliegt er runter. Der hat vor 5 Minuten gelb gesehen und lappt sich dann sowas. Also erst der Ballverlust, das kann ja passieren. Aber dann geht er so gegen Remberg nach. Und dann ist es einfach dämlich. Entschuldigung. Die letzte Kette. Der Preußen steht hoch. Der ist nicht verkehrt. Der ist super. Und Hanratz mit der wahrscheinlich und faktisch letzten Chance dieser Partie. Der SC Preußen Münster fährt Ligasieg Nummer 11 in Folge ein. Und begibt sich unaufhaltsam in Richtung dritter Liga. Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass wir uns gerade für dieses Spiel auch nochmal gut vorbereitet haben. Wir wussten, dass es hier das Spiel zu machen echt schwierig ist, weil die Platzverhältnisse einen gepflegten Aufbau fast nicht zulassen. Man muss hier einfach bleiben, pragmatisch bleiben. Das haben wir uns zu Herzen genommen, wollten den Gegner auch die erste Pressinglinie anspielen lassen und dann so diese Pässe ins Zentrum provozieren, Bälle klauen, umschalten und dann die Bälle schnell in die Box kriegen. Ich glaube, gerade in den ersten 20 Minuten ist es sehr, sehr gut gelungen. Haben dann 2-0 geführt, haben das Spiel auch im Griff gehabt, kriegen dann einen Elfmeter zum 2-1. Und dann ist es hier auch mal schnell möglich, dass so ein Spiel eine Wendung kriegt. Durch äußere Einflüsse, die Kulisse, die dann kommt, dann kann es ein bisschen hektisch und kniffig werden. Wir sind dann in die Halbzeit mit dem 2-1 und ich habe dann zu den Jungs gesagt, Männer, wenn wir hier schon 2-1 führen, dann müssen wir als Spitzenmannschaft es auch schaffen, selbst wenn du kein Tor mehr schießt, einfach dieses Spiel dann auch für dich trotzdem zu entscheiden. Dann geht es eben 2-1 aus und dann haben wir das Spiel auch gewonnen, weil hier brauchst du 3 Punkte, keinen Schönheitspreis, sondern einfach nur einen Sieg. Und wie es die Mannschaft dann die zweite Hälfte gemacht hat, sie hat alles sehr gut wegverteidigt. Wir hatten fast keine Torchance mehr zugelassen, hatten im Gegensatz dazu 2, 3 gute Möglichkeiten. Lattenschuss, hätten vielleicht noch das dritte Tor früher machen können. Ist uns nicht gelungen, aber trotzdem haben wir auch hinten nichts zugelassen und das gehört auch zum Fußball. Und deshalb bin ich sehr froh über diesen Sieg, der uns sehr gut tut. Und Kompliment an meine Mannschaft, die das wirklich hervorragend umgesetzt hat, was wir uns heute vorgenommen haben. Und für Bocholt noch alles Gute für den weiteren Weg und einen schönen Tag noch für euch alle. Danke. Ja, Glückwunsch erstmal nach Preußen. Ich glaube, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man nur 2-1 verliert, objektiv zu bleiben. Nichtsdestotrotz, jetzt mit ein paar Minuten Abstand nach Abpfiff, ist es dann wahrscheinlich auch, oder es ist nicht wahrscheinlich, aber es ist ein verdienter Sieg. Nichtsdestotrotz kann ich dazu sagen, dass wir es wieder gut gespielt haben in unseren Möglichkeiten. Wir haben es geschafft mit dem Anschlusstreffer dann auch nochmal die Kulisse so ein bisschen nach einem frühen 2-0 Rückstand so ein bisschen zu beleben und die Angriffe, die wir dann starten wollten, auch mit einem bisschen Raunen und Applaus und Klatschen noch ein bisschen Feuer für die Beine zu kriegen. Kriegen aber leider auch dann wieder viel zu früh das erste Gegentor. Du hast einen Nackenschlag zu Hause vor so einer Kulisse gegen den Tabellenführer
Fairerweise auch absolut verdient, Tabellenführer. Ich glaube, wir müssen fairerweise sagen, dass Preußen Münster jetzt nicht der Maßstab ist für den ersten FC Bocholt, um 3 Punkten vielleicht nachzutrauern oder auch nur ein. Nichtsdestotrotz nehmen wir eine sehr engagierte und couragierte Leistung mit, wo wir es wieder geschafft haben, gegen eine Mannschaft von ganz oben zu treffen, sei es dann eben auch durch einen Elfmeter, trotzdem holen wir uns den raus. Aber jetzt kommen die entscheidenden, wichtigen Wochen für uns, deswegen tut es eigentlich sehr, sehr weh, dass Malek die gelb-rote Karte bekommt. Ich bin kein Freund davon, Schiedsrichter öffentlich zu kritisieren. Ich habe jetzt nur 2, 3 Worte oder Sätze mit ihm wechseln können. Wenn man aufgrund der Angst eines Punktabzugs in der Bewertung eine gelb-rote Karte gibt in so einem Spiel, bei so einem Zweikampf, finde ich es ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz hat er die erste gelbe wegen Meckern bekommen. Bringt uns alles nichts. Wir haben jetzt 0 Punkte in diesem Spiel. Nochmal Glückwunsch nach Preußen. Ich weiß, du wirst die Glückwünsche für den Aufstieg noch nicht annehmen, solange es rechnerisch noch nicht möglich ist. Aber ihr habt auch alles, ihr habt nichts in der Liga verloren. Und für uns geht es jetzt in den nächsten Wochen zu beweisen, dass wir definitiv was in der Liga verloren haben. Dankeschön.